Moin, ich bin Kai von Kalles Angelshop. Das ist Guillaume von der Firma Moin. Delalande. Die haben unwahrscheinlich viele Gummiköder im Programm. Ihr habt mittlerweile ja auch unwahrscheinlich viele montierte Köder im Programm. Aber es gibt immer noch viele unmontierte Köder. Und ich merke bei uns im Laden jedes Mal wieder, dass es einige Leute gibt, die Schwierigkeiten haben, die Gummiköder zu montieren. Es gibt unwahrscheinlich viele verschiedene Twisterköpfe, Jigköpfe. Aber die Montage ist eigentlich jedes Mal das Gleiche. Genau, Das ist genau. eigentlich gar nicht so schwer. Man muss es ein paar Mal gemacht haben vielleicht. Wir zeigen euch jetzt einmal, wie einfach das geht. Wie man sich ein bisschen Hilfsmittel schaffen kann, dass man weiß, wo der Haken rauszukommen hat. Und ja, da starten wir erstmal mit. Ja, wie gesagt, es gibt viele verschiedene Formen, also Klassiker Rundform, Datikform, eine Eriform hier, dann viele verschiedene Fischformen. Also es gibt alles, aber nur eine Möglichkeit, die Jigköpfe mit einem Köder zu montieren. Man muss wissen, wo sie rauskommen sollten, die Haken. Und es ist ja immer abhängig von Dass man die die. Ködergröße, Formen auch und vor allem von Hakengröße. Dass man die richtige Hakengröße zum Gummiköder halt findet. Genau. Worauf sollten wir da achten? Welche Hakengröße sollen wir nutzen? Für welchen Köder? Also egal von Schadform, von Twisterform, ein Haken muss ungefähr um der erste Dritte raus, also rauskommen. Ich fische die zum Beispiel auch oftmals sehr gerne, dass sie recht weit hinten sind. Ich habe oftmals Mitte. Hakengröße, dass sie in der Mitte rauskommen. Okay. Aber gut, das Spiel ist ein bisschen höher, wenn der Haken ein bisschen weiter vorne sitzt wahrscheinlich. Ja, bei mir ist, ich mache das, weil es ist ja ein länger Teil hier am Inter, das schwimmt den Köder am besten. Ich habe gar nicht mehr Fellbiss als mit einem längeren Haken. Ich weiß, dass meisten, die haben längere Haken, aber ja, bei mir eigentlich so und das ist kein Problem. Erste, dritte oder in der Mitte geht, aber wenn ein Haken kommt, direkt an Am hier Schwanz hinten rüber, am raus, Schwanz. dann passiert da nicht mehr Das viel, geht, ne? genau. Das sieht beim Twister ja wieder anders aus. Da ist es ja eigentlich so, dass der Haken wirklich kurz vorm Schwanzende rauskommt. Die werden ein bisschen anders montiert. Aber das zeigen wir euch jetzt. Fangen wir an mit normalen Chats, oder? Ja, ganz einfach. Hier haben wir jetzt einen ganz normalen Chat. Für uns ist es mittlerweile Routine. Wir nehmen den einfach in die Hand, schieben den Haken durch und das passt. Genau. Aber wer sich da nicht so ganz sicher ist, der kann den Gummiköder gerne einmal so an seinen Haken ranlegen, sieht, dass er hier rauskommen sollte, der Haken. Und man kann sich dann hier mit der Hakenspitze eine kleine Markierung reinmachen. So, hier so einen kleinen Piekser, dass ich sehe, wo der Haken rauskommt. Dann nehme ich den Gummiköder so in die Hand, schiebe den Haken hier mittig rein, versuche möglichst gerade zu bleiben und komme da exakt aus meiner Markierung wieder raus. Jetzt kann ich ihn entweder solo fischen oder mit einem Beifängervorfach und der Gummiköder ist startklar. Wie machst du das mit deinem Twister? Beim normalen Chat kommt der Haken oben aus dem Rücken raus. Darauf sollte man achten. Der läuft jetzt so über den Grund. Man hat dadurch wenig Hänger und der Fisch läuft halt richtig rum. Die Twister werden ja auch oftmals als Beifänger eingesetzt. Hier ist es so, dass der Haken gegenüber von dem Twisterschwanz rauskommt. Hier ist es ungefähr bei dem dritten Ring von hinten. Auch einfach mittig raufstecken. Durchschieben. Ich weiß, das ist ungefähr dritter Ring. Da ist die Hakenspitze. So habe ich ihn montiert. Jetzt läuft er so herum. Der Schwanz läuft in die Richtung. Der Haken, der kommt oben raus. So bleibt der Twisterschwanz auch nicht so schnell da im Haken hängen. Und den kann man auch solo fischen, aber meistens wird er so montiert als Beifänger. Hier bei uns in der Ostsee meistens an einem Pilgvorfach gefischt. Und wie ihr seht, es ist nicht kompliziert, einen Gummiköder selber zu montieren. Es ist schnell gemacht. Traut euch einfach, die Gummiköder selber zu montieren. So hat man eine große Vielfalt an Hakenauswahl, an Ködergewichten. Da kann man schnell auf unterschiedliche Angelsituationen reagieren, indem ich einfach den Twisterkopf erhöhe oder leichter mache. Und denkt dran, ihr könnt euch gerne auch bei uns im Laden informieren, uns bei Facebook oder Instagram folgen. Daumen hoch und vielen Dank fürs Zuschauen.
Tschüss. Tschüss.